Sonntag 18 Uhr, ich begrüße euch. Nee, Donnerstag, ne? Donnerstag ist. Ja! Donnerstag 18 Uhr, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Video von mir. Und Pflanzchen und Pflanzchen. Heute löse ich mein Versprechen ein und zwar habe ich euch gesagt, dass ich gerne Firmen unter die Lupe nehmen würde und diese Idee fandet ihr alle ganz super. Und deswegen habe ich mir eine Firma vorgenommen, die ihr alle kennt und die alle Influencer promoten. Gerade mein Banana Beauty Paket ausgepackt, weil ich heute einen Code habe. Was steckt eigentlich hinter dieser Marke? Die Firma Banana Beauty gab es schon früher, sie hieß damals Lima UG, aber sie wurde umbenannt in Banana Beauty UG. Ich kann jetzt leider nicht genau zuordnen, was Lima ist, ob das vielleicht auch eine Beauty-Marke war, etc. Sie wird eigentlich verwaltet von Invisible Brands GmbH in Berlin, hat auch ihren Sitz in Berlin, aber dazu später noch mehr, denn das ist alles wie so ein Fallkonstrikt, ey, hier ist das, das ist verrückt, aber ich kann euch beruhigen, Dimitri und Adam hängen da nicht mit drin. Das ist auch so ein Blender. Falls ihr Banana Beauty nicht kennt, ich frage mich, wie das passieren kann, wahrscheinlich seid ihr da nicht auf Instagram, weil auf Instagram wird sie von jedem promotet, wirklich jedem. Es ist eine Beauty-Marke, die Eyeliner, Lippenstifte, Mascaras und anderes Zeug hat, dafür sehr, sehr viel Geld verlangt. Sie hat eigentlich auch eine relativ gute Bewertung, aber was heraussticht, ist auch die schlechte Bewertung. Denn eigentlich, wenn es so gut ist, ist es manchmal sehr merkwürdig, warum dann ausgerechnet doch so viele schlechte Ein-Sterne-Bewertungen sind. Zum Beispiel ist der Kundendienst hier nicht gerade on point. Für den unfassbar überteuerten Preis hält der Lippenstift gerade mal eine Stunde, geht überhaupt nicht. Da hält die Kinderschminke meiner Tochter besser. Absoluter Fehlkauf. Influencer labern Quatsch. Tatsächlich kann ich jetzt hier auch nicht nur negativ berichten, weil erstens mal darf man sich nicht nur auf schlechte Bewertungen verlassen, denn wenn Leute unzufrieden sind, dann bewerten sie es eben schlecht. Wobei man sich auch nicht nur auf die positiven Bewertungen verlassen darf. Kann nämlich auch mal vorkommen, dass Firmen gerne Bewertungen faken. Sowas habe ich auch schon mal gehört und da kenne ich sogar auch eine Firma oder mehrere. Aber Pinkman. Wie motiviert sind sie? Hat auch die Produkte sich selbst gekauft und sie findet die Produkte tatsächlich gut, auch wenn sie billig verpackt sind. Banana Beauty berichtet auch über sich selbst und sagt von sich aus, dass es eine neue, von Frauen geführte und von der Community inspirierte Beauty-Marke aus Berlin ist. Von Frauen geführte und von der Community. Deren Mission es ist, Make-up als eine Form der Selbstentfaltung neu zu definieren. Was ist denn jetzt neu an dem Eyeliner? So viel besser sieht er halt auch nicht aus als alle anderen. Und ich verstehe nicht, warum der Preis gerechtfertigt ist. Alle unsere Produkte sind vegan und tierversuchsfrei in Anspruch, der für uns absolut selbstverständlich ist. Unsere gesamte Produktionskette ist streng nach diesen Vorschriften ausgerichtet. Ich habe leider bis heute nicht rausgefunden, wo das hergestellt wird. Also man sagt ja, sie haben ihren Sitz in Berlin. Was aber nicht heißt, dass der Herstellungsort auch in Berlin ist. Meistens ist es ja im Ausland. Ich kann das auch nicht rausfinden. Ich habe denen auch eine Mail geschickt. Sie haben sich geantwortet. Ich habe mal die Produkte in einer App durchlaufen lassen, nämlich dieses Code-Check oder was auch immer das ist. Und da können sie einem ausschlüsseln, was denn da so an Werten drin ist und was bedenklich, was unbedenklich ist. Aber zum Beispiel in diesem Lip-Liner sind da auch Stoffe wie Acid Yellow 23 drin. Ich bin jetzt hier keine Chemikerin, ich habe gar keine Ahnung davon. Aber zum Glück hat diese App Ahnung davon. Und wenn man den nachgoogelt, steht, dass der Stoff auch allergieauslösend ist und damit für Allergiker problematisch ist. Unter anderem steht ja auch, dass Krebskliniken den Stoff für gefährlich halten. Ich frage mich halt auch, okay, tierversuchsfrei, aber Bro, krebserregend ist halt auch nicht viel geiler. Kann natürlich ein Einzelfall sein, aber gerade auch bei diesen Produkten hier steht, dass es sehr bedenklich ist und ebenfalls Krebs auslösen kann. Da kommt auch eine kompetente Antwort von Banana Beauty darauf. Viele unserer Inhaltsstoffe sind per Definition natürlich, andere nicht. Natürlich. Ist das ein Gag? So? Soll ich das jetzt einfach nicht ernst nehmen? Oder? Bei Banana Beauty setzen wir zu 100% auf qualitativ hochwertige, wissenschaftlich validierte und hautfreundliche Inhaltsstoffe. Warum so? Warum macht die so? Wir sind jedoch gleichermaßen interessiert an innovativen und effektiven Ergebnissen, die die Wissenschaft erzielen kann. Deshalb wollen wir euch in unseren Produkten den besten Mix zusammenstellen, um weiterhin Produkte herzustellen, die ihr liebt. Also ich weiß nicht, ob hier gerade ein Radiomoderator zu mir gesprochen hat, aber was ist der beste Mix und was ist, wir sind interessiert an innovativen und effektiven Ergebnissen. Also entweder habt ihr Bock, dass das natürlich ist und sagt, okay, wir halten das natürlich, aber so ein Mischmasch, was ist denn für eine Antwort? Wenn man jetzt alles durchleuchten würde heutzutage, würde auch rauskommen, dass dieser Pullover hier Krebs hat. Also im Endeffekt, heutzutage ist alles krebserregend. Deswegen muss man jetzt vielleicht auch nicht so krass drauf rumreiten, dass vielleicht Stoffe in diesen Sachen krebserregend sein könnten. Jedoch finde ich es falsch, dass man sich dann so profiliert damit und sagt, okay, wir sind so natürlich, wir sind so clean beauty, bla bla bla. Okay, aber das ist die Werbung, so funktionieren Produkte heute, es ist einfach so. Aber ich habe hier auch einen sehr interessanten Artikel. Ne, warte mal, ganz kurz vorher. Ich war wieder auf meiner Lieblingsseite northdata.de. Oh, ich wünsche, ich hätte eine Kooperation mit denen, ne? Die sind so cool. Was erzähle ich zuerst? Oh, spannend, ne? Okay, pass
pass auf. Durch Northwelt habe ich herausgefunden, dass Banana Beauty durch die Invincible Brand GmbH verwaltet wird. Diese verwaltet aber gleichzeitig auch noch andere, und zwar Mermaid and Me, Natural Mojo und Hello Body, also alle in einem Topf. Also das ist eigentlich so eine Kurklinik. Diese Invincible Brands GmbH wurde gegründet von zwei Männern, Björn Koine und Gennady Tschernow. Tschernobyl. Witzig. Auf jeden Fall habe ich ein Interview gefunden, was, ich weiß gar nicht, ob das alt ist oder nicht, aber es wurde mit dem damaligen CEO geführt, mit Will Schuckburg. So, ist mir jetzt egal, wie das ausgesprochen wird, ne? Das ist Brite oder Münchner, keine Ahnung, ich kann das jetzt nicht richtig zuordnen. Auf jeden Fall wurde mit ihm ein Interview geführt zum Thema Invincible Brands und wie man Vermarktung etc. richtig macht. Und er hat sehr, sehr viel preisgegeben, vor allem, wie man richtig, richtig viele Produkte an euch verkauft, an euch, mich, Social Media Opfer. Und ich werde euch einfach mal seine Ansicht in diesem Interview erzählen, wie ich das verstanden habe. Worauf ich immer als erstes achte, sind die Menschen. Das Konzept von der Invincible Brands GmbH ist, dass man nicht so viel Wert legt auf große Werbekampagnen, was ja auch nicht schlimm ist. Er betont hier auch, dass es für sie nicht so wichtig ist, diese großen Werbekampagnen zu haben und sie auch gar nicht die Möglichkeit haben, so große Kampagnen zu starten, sondern sie legen besonders den Fokus darauf, Konversation und Nähe zu dem Konsumenten zu haben. Und Konsumenten sind hier vor allem die Millennials. Millennials sind vor allem im Fokus, weil den Leuten die ganze Zeit vermittelt wird, du brauchst das, du brauchst diese Haarpflege. Du musst gut aussehen die ganze Zeit. Okay, ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Ihr folgt mir auf Instagram. Offensichtlich ist das eine Aufforderung, ne? Aber hey, kein Druck. Dadurch, dass ihr meine Story schaut und mich über den Tag verfolgt und was auch immer meine Videos schaut, baut ihr sozusagen eine Nähe zu mir auf. Auch wenn wir uns nicht kennen, das ist nicht schlimm, aber ihr baut einfach unbewusst eine Nähe auf und deswegen wollt ihr vielleicht auch wissen, okay, sag mal, was benutzt ihr eigentlich, wo kauft sie ein? Das Oberteil finde ich so cool, ich würde es auch super gerne haben. Deswegen lohnt es sich auch nicht für solche Markenwerbung im Fernsehen zu machen, weil sie im Fernsehen nicht diese Nähe haben, wie auf Instagram. Man erreicht die Jugendlichen heutzutage nicht mehr durch Fernsehen. Hier wird auch gefragt, wie suchen sie sich eigentlich die Influencer aus, mit denen sie zusammenarbeiten. Über die Jahre haben wir ein datenbasiertes Kriteriumsystem angeeignet mit Eigenschaften, auf die wir bei Influencern achten. Wir bemessen unter anderem auch genau, wie sie Resultate erzielen, wie sie kommunizieren und mit wie vielen Menschen natürlich. Das heißt nichts anderes, als dass sie jeden nehmen. Sie nehmen jeden. Gerne würde ich mal diese Kriterienliste sehen. Ist es einfach, hey, du hast Follower, wir schicken jetzt einfach was zu, weil anders kann ich mich nicht erklären, warum wirklich jeder Werbung dafür macht. Nicht nur Banana Beauty, sondern Hello Body, Mermaid and Me und Natural Mojo. All diese Marken gehören zu denen. Und die wollen mir sagen, dass sie ein ausgeklügeltes und krasses System haben, wie die Influencer auswählen. Schnauze! Ihr müsst es verstehen, natürlich sind es unabhängige Firmen und so, aber die werden alle von einer GmbH verwaltet. Das Seltsame ist, dass die GmbH jetzt auch nicht mehr gegeben ist. Also Invincible Brands gibt es nicht mehr. Ach, warte mal, jetzt sehe ich es halt hier. Verschmelzung. Invincible Brands GmbH und Hello Body Holding GmbH. Deswegen gibt es die nicht mehr, weil die hier verschmolten sind. Okay. Allein schon das wusste ich nicht, dass das überhaupt in irgendeiner Weise alles zusammenhängt. Es ist verrückt, wie klein ist bitte die Welt. Inwieweit die Produkte gut sind oder nicht, das ist jetzt hier die Frage. Mermaid in Me, ja, habe ich eine gute Erfahrung mit. Hello Body habe ich auch eine gute Erfahrung mit, auch wenn sie für einige nicht funktionieren. Banana Beauty keine Erfahrung mit, aber finde ich gar nicht geil. Der Preis allgemein, die Preise sind unfassbar teuer bei allen Marken. Natural Mojo, Mermaid and Me, Hello Body, Banana Beauty, alles wirklich überteuerte Preise. Aber der Vorteil von Influencern ist, dass sie euch mega krasse Rabattcodes liefern können. Mit 40%, wo man sich denkt, Schnauze! Und das ist auch der springende Punkt, wie das Ganze funktioniert. Sie geben euch überteuerte Preise, weil sie wissen, dass ihr einfach Opfer seid. Die Leute kaufen es, weil man denkt, okay, so ein Angebot kommt nicht wieder. Dabei ist es jede Woche. Du gehst auf die Webseite, du kriegst jetzt schon einen 15% Rabatt. Natürlich kann ich den Firmen nicht einen Vorwurf machen, dass sie Geld verdienen wollen, aber dann muss man das doch nicht so beschönigen. Und vor allem, was ja eigentlich der Mainpunkt war bei Banana Beauty, gibt sich jetzt eine Marke aus, die so natürlich ist und so toll und bla bla. Hat aber viele Stoffe drin, die einfach nicht gut sind und die vielleicht sogar zu Krebs führen können. Das haben wahrscheinlich alle, ne? Aber ich weiß ja auch nicht, inwiefern die sagen, okay, wir sind so krass natürlich und so. Aber die legen ja schon krass den Fokus darauf, ne? Obwohl da so viel Mikroplastik auch drin ist. Okay, ist tierversuchsfrei und vegan. Toll. Alle anderen sterben dafür, ne? Das ist ja richtig cool. Aber mein Rat an euch, informiert euch bitte über die Produkte, die ihr kaufen wollt. Bitte kauft nicht blind. Bitte kauft nicht, weil das euch 10 Influencer sagen, so, oh, das ist so cool,
so toll, so toll. Alles natürlich, alles vegan, tierversuchsfrei. Dafür hat es aber auch Schattenseiten. Falls irgendwer weiß, wo das Ganze produziert wird, würde ich mich natürlich freuen, wenn man das irgendwie in die Kommentare schreibt oder so. Und falls ihr noch andere Firmen habt, die ich unter die Lupe nehmen soll, über die ich mich erkundigen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Im Prinzip habe ich nichts gegen diese Marken, denn Haarmasken etc. sind alle immer cool. Schminke ist cool, was auch immer. Ich mag das nur nicht, wenn man irgendwas ausgibt, was jetzt aber nicht so ist. Und wenn man das als etwas Grandioses ausgibt, was es eigentlich nicht ist. Und es ist teuer. Wieso habt ihr auf einmal alle so viel Geld, als ich 13, 14 war? Ich hatte 5 Euro im Monat. Was ist los? Was passiert? Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, über einen Daumen nach oben. Abonniert mich gerne, damit wir uns schon Sonntag 18 Uhr wiedersehen. Und falls ihr mich ganz toll vermisst, könnt ihr natürlich gerne meinen Podcast abchecken. Ich verabschiede mich für heute. Muah.